Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, wir wollen unsere Tour mal fortsetzen, immer noch einhändig unterwegs. Ich denke mal, das wird auch wohl noch so circa 2 Wochen dauern. Es ist jetzt nach, ja, kann eigentlich sagen, warte mal, wann ist denn das passiert? Letzte Woche, letzten Sonntag, vorletzten Sonntag? Ne, letzten Sonntag, glaube ich. Ich weiß es jetzt selber nicht, ich muss gucken. Hat ja immer noch so ein bisschen geblutet und so. Im Moment ist da unheimlich was drin los in meinem Fingerchen. Und ich habe gestern gesehen, er ist mächtig geschwollen noch. Ich hoffe, das vergeht wieder. Wie dem auch sei. Ne, so lange fahren wir einhändig, ist ja kein Ding. Danke an den Michael für den Tipp oder für den Hinweis, dass das Video asynchron ist. Leute, ich kann euch nicht sagen, warum das so passiert. Mal abgesehen davon, wenn ich es aufgenommen habe, kann ich es sowieso nicht mehr ändern. Es wird, denke ich mal, technisch gesehen immer mal wieder vorkommen, dass was nicht passt. Es ist dann eben so. Kann man sagen, so 2500 Kilometer, gut, haben wir immer noch vor uns. Mag sein, dass ich gestern während der Aufnahme gerendert habe oder sonst irgendwas. Ich habe keinen Schimmer. Das Videoschnittprogramm macht da auch manchmal so seine Spirenzkes, habe ich festgestellt. Man weiß es nicht. So, wo müssen wir hin? Da hinten müssen wir rum. Das sieht doch schon wieder alles so kompliziert aus da, ne? Ist hier eine Ampel? Aber die Ampel ist grün. Warum ist hier eine Ampel? Achso, weil hier eine Kreuzung ist. Ah, ich verstehe. Ich denke mal, da vorne kommen wir gleich irgendwie wieder zurück. Wir werden hier jetzt die nächste Stadt anfahren. Erzähl mir mal, warum der manchmal rückwärts fährt. Weißt du was? Ich habe Milliarden auf dem Konto und keine Lust, jetzt an der roten Ampel anzuhalten. So. Kann man, nee, sollte man im realen Leben auf gar keinen Fall machen. Ja, was ich tatsächlich ein bisschen vermisse, den Fortgang der Berlin-Karte. Da passiert irgendwie nichts mehr. Kann das sein? Zu groß das Projekt. Man weiß es nicht. So, ich habe mir gedacht, weil bei uns im Teamspeak eh keiner drin ist, kann ich auch mal eben meine beiden Videos fertig machen für morgen. Landwirtschaftssimulator geht noch nicht. Bin nachher gespannt, sehr, sehr gespannt auf den Verbandswechsel, wie das aussieht. Hier fahren wir wieder links außen durch. Siehste. Da brauchst du nicht mal bremsen. Also, wir fahren hier mal rüber. Das war jetzt gerade so ein bisschen chaotisch, oder? Hoppla. Sollten vielleicht demnächst mal irgendwie in eine Werkstatt. Werkstatt schlafen müssen wir auch. Ja, wie gesagt, wieso manchmal
das asynchron ist. Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, hier ist mir irgendwie zu viel Rot. Da hinten ist ein Wegepunkt. Da ist ein Wegepunkt, genau. Dann fahren wir diese Bahn irgendwie wieder zurück. Wüsste, so funktioniert das. Und dann mit links, du. Da kann man mal sehen, wie präzise man dieses Lenkrad steuern kann. Ich finde das, ganz ehrlich, ich finde das mega. Ich mag es. So, statt 41 von 49. Das war so ein Ding, das ging vorher auch nicht. Wenn die Tore sich noch bewegen, kamst du hier nicht raus. Jo, einmal hier übers Werksgelände, ne? Und dann sind wir auch schon wieder weg, ne? Jetzt ein bisschen blöd mit einer Handlenkung. Du musst wirklich loslassen, umgreifen. Mal. Der hat doch gesehen, dass ich auf der Straße bin. Da guckt er mir trotzdem noch rein. Ganz schön frech. Das ist frech. Keine Hand frei zum Blinken. Tut mir leid. So, hier machen wir dasselbe. Ein Scirocco, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, wir brauchen einen Rastplatz. Mal gucken. Mautstation. Da fahren wir natürlich wieder links rüber, in der Hoffnung, dass ich mit meiner linken Hand das Loch jetzt wieder richtig treffe. Das sieht gut aus. Guck mal, war billiger als auf der anderen Seite. 1 Euro weniger.
Ja, ich weiß. Aber was soll ich machen? Es gibt keinen Parkplatz hier. Und mal eben so irgendwo anhalten kann ich auch nicht. Komm, wir müssen schlafen. Oh, die Ampel war kostenlos. Also manchmal glaube ich, guck die Katze nicht, wo sie hinrennt. Jetzt ist sie voll gegen so einen Rollcontainer hier gerannt. Das war mir jetzt egal. Da hinten ist schon unser nächster Wegepunkt und kein Parkplatz weit und breit. Eieieiei. Das heißt, wenn da was ist, werden wir ranfahren. Guck mal, da ist irgendwas wie ein Bett oder so. Das heißt, wir fahren hier raus. Mal hier runter. Da hinten kann man nämlich irgendwo schlafen. Alter, das Wasser hier sieht aber ein bisschen ungesund aus, oder? Guck mal hier. Da soll irgendwo ein Schlaftrigger sein. Da steht ein LKW. Wenn wir da drauf kommen. So, liebe Leute, ja, wir werden jetzt schlafen. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich werde euch jetzt noch nicht entlassen, glaube ich. 0 Uhr 12. Von daher fahren wir noch ein paar Meter, oder? Es war jetzt dunkel, aber egal. So, da geht's gleich wieder in den Kreisel. Die nächste Stadt ist im Anmarsch. Immer noch 2200 Kilometer. Das ist schon abenteuerlich auf jeden Fall. So, was haben wir? Schlafen hat ja noch einigermaßen geklappt, ne? Ja, ich hoffe, mit dem Sound passt heute wieder alles. Ich nehme es einfach auf, lade es genauso hoch und dann ansonsten mache ich da nichts dran. Ich prüfe das auch nie. Wenn es halt asynchron ist, dann ist es das wieder. Ansonsten toi toi. Ach, ab und zu dürfen Fehler passieren. Das gibt bei anderen YouTubern auch.
kannst mal probieren, ob das im Dustern auch klappt. Aber, liebe Leute, wir sind tatsächlich am Ende der Folge angekommen. Ich werde mich da hinten gleich irgendwo hin platzieren. Wir gucken mal. Interessant, dass wir hier auf der A2 sind. Okay. Hier, wir bleiben hier auf der Brücke stehen. Hier ist breit genug. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und sagt bis dahin erstmal ciao, ciao. Macht's gut. Tschüssi.